Willkommen, meine Freunde. Heute befinden wir uns ganz woanders. Und zwar, wir befinden uns in einer Villa. Ja, ich habe ein bisschen upgegradet im Endeffekt und ich werde euch jetzt die Villa zeigen. Und zwar sehen wir hier schon ein Pool mit Outdoor-Shower und das ist der Eingang. Wir haben einen kleinen Garten, dann eine kleine Kochstelle da drüben und eine Chill-Out-Area. Da oben geht es dann zum zweiten Raum, habe allerdings nur den ersten gemietet. Hier ist das Zimmer, Bett, fetter Fernseher, hier eine kleine Chill-Out-Area, hier werde ich wahrscheinlich noch einige Videos aufnehmen, das ist ziemlich cool. Und hier drinnen ist ein bisschen dunkel hier, hier ist dann das Badezimmer. Fetter Spiegel, fette Badewanne, Shower und das WC. Das war es auch schon, das ist eigentlich eine Zwei-Bedroom-Villa, allerdings ja, miete das Ganze jetzt halt solo sozusagen, also hier die ganzen Villen, die Preise gehen ein bisschen nach unten, ich zahle jetzt eben für diese Villa ca. 450 Euro im Monat, was, wenn man mich kennt, ja, sehr, also für Bali teuer ist, also für meines Erachtens, also ich bin eher einer, der was nach die Schnäppchen sucht und da ich sehr lange beim Militär war und ich bin mit sehr, sehr wenig zufrieden, also eher Minimalist. Allerdings dieses Monat habe ich mir gedacht, okay, ich möchte das Ganze einmal austesten, vielleicht einmal so eine Villa im Prinzip einmal mieten und einmal schauen, wie es ja, wie mir das taugt. 450 Euro ist immer noch recht günstig und ja, ich habe einen privaten Pool, ich habe ein schönes Zimmer, fetten Fernseher, wenn ich mal Netflix schauen will oder sowas. Und ja, privat und ja, gefällt mir gut. Also im Guesthaus hat es mir auch gut gefallen. Die letzten Monate habe ich ja, also im ersten war ich in so einem Co-Working, Co-Living Space, war ganz gut. Dann das letzte Monat war ich jetzt in einem Guesthaus, sehr günstig, da habe ich gezahlt 140 Euro pro Monat. War super, kann man gar nichts sagen. Bin sehr zufrieden und ich würde da länger in so einem Guesthaus bleiben. Allerdings dieses Monat wollte ich einfach mal was anderes testen. Und ja, ich muss sagen, erster Eindruck, ziemlich cool. Ich muss zwar ein bisschen was shiften, damit ich gut arbeiten kann. Das heißt, ich muss den Tisch von draußen hier reinstellen und einen Stuhl dazu, damit ich sozusagen auch gut arbeiten kann in einem klimatisierten Raum. Draußen ist es ein bisschen schwierig, ich habe jetzt auch keine Steckdosen gesehen und ich möchte nicht das Zeug draußen stehen lassen, deswegen ist es besser, wenn das Ganze hier drin ist. Genau, das war es auch schon. Die Kosten im Endeffekt für Bali, ich kann auch mal eine grobe Kostenaufstellung geben, was ich so habe. Also wenn man jetzt halt in Guesthouses wohnt, was ich wirklich empfehlen kann, ist super chillig, die Leute dort sind sehr freundlich und zuvorkommend, also wirklich gut. Wie gesagt, letztes Monat Guesthaus ca. 140 Euro pro Monat. Da ist Wasser inkludiert gewesen. Dreimal pro Woche wird gereinigt, wird alles rausgeputzt. richtig gut, also für den Preis Wahnsinn. Dann essenstechnisch, klar, man kann. Ich war teilweise in total fancy Restaurants, wo man teilweise mehr zahlt wie in Europa. Voll krass. Da geht es hauptsächlich um so Steaks und so weiter, allerdings ist das nicht meins. Man kann es hier extrem machen, also kostentechnisch, dass man wirklich spart, dann kann man in lokale Warungs essen. Da kriegt man teilweise schon um 10.000 Rupia was zum Essen, das sind, keine Ahnung, 20 Cent oder sowas oder 10 Cent, extrem günstig. Oder 50 Cent, irgendwie sowas. Und dann was ich allerdings feiere, ist Grab. Das heißt Grab und Gojek. Das heißt, wenn ihr irgendwo hin wollt oder ihr braucht irgendwas oder jemand soll eure Einkäufe erledigen, da gibt es die Grab-App. Also ich nutze hauptsächlich Grab. Da ist wie ein Taxi-Service. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo hin wollt, dann könnt ihr auch einen Grab ordern und das ist wirklich spottbillig. Da cruist ihr von einem Ort von Django zum anderen Ort von Django für 50 Cent oder sowas. Das heißt super, super günstig.
Und wenn ihr irgendwas braucht, zum Beispiel aus irgendeinem Shop oder wenn ihr ja, eine große Einkaufsliste habt oder sowas oder ihr wollt euch Essen bestellen, ist Grab ein Wahnsinn. Super günstig die Lieferung und man kriegt hier für weiß nicht, 40, 50, 30, 30.000 teilweise so gebratene Nudeln mit Gemüse und so weiter. 30.000 inklusive Lieferung. Das sind, keine Ahnung, 2 Euro oder sowas. Richtig, richtig geil. Und da kriegt man, sagen wir mal, um 3 Euro, 4 Euro kriegt man ein gutes Menü und man kriegt es direkt nach Hause geliefert. Also richtig gut. Vor allem, wenn man zum Beispiel online arbeitet und also ich fahre jetzt meistens fürs Frühstück in gewisse Restaurants. Da nehme ich meinen Laptop mit, da checke ich mal meine ganzen Advertising-Sachen. Check so, was die Kurse machen bei Krypto. Ich habe jetzt auch wieder Traden angefangen. Und dann mache ich das und dann gönne ich mir ein gemütliches Frühstück und dann komme ich zurück. Und dann fange ich meistens eben mit der Arbeit an. Und wenn es dann Mittag ist, gehe ich durch die Grab-App, schaue, welche Restaurants haben gute Sachen und dann lasse ich mir das Ganze ganz dezent hier her liefern. Und ja, genieße mein Essen und das war's. Und dann kann ich eigentlich direkt wieder weiterarbeiten. Das heißt, es gibt sehr wenig Unterbrechungen bei der Arbeit, was ziemlich gut ist. Und ja, am Abend esse ich meistens nichts. Ganz einfach, dass ich einfach ein bisschen gewichtlos werde oder sowas. Und trinke meistens nur Wasser. Das heißt, ich habe eigentlich zweimal pro Tag, wo ich was esse und funktioniert wunderbar. Und ja, ansonsten Ausgaben, was hat man sonst Ausgaben? Ich habe einen Roller gemietet für ca. 600.000 Rupia pro Monat, was, ich weiß nicht, 40 Euro sein oder so, was 50 Euro pro Monat. Super easy, tanken, ja, keine Ahnung, 3 Euro alle 2 Wochen, easy peasy. Und es ist eigentlich mittlerweile, finde ich mich recht gut zurecht, speziell in Django, weiß ich ziemlich genau, wo die Spots sind, wo ich hin will, wie ich zu mehr komme und so weiter. Also hat ein bisschen gedauert, die Eingewöhnungsphase. Im ersten Monat habe ich nicht einmal einen Roller gehabt, da bin ich eigentlich nur mit Grab herumgecruised. Aber mittlerweile, ja, es ist ja nicht irrsinnig kompliziert, sich zurechtzufinden. Klar, vielleicht am Anfang, aber dann mit der Zeit cruist man selber über die Insel mit dem Roller und das ist ziemlich, ziemlich cool. Das heißt, im Groben und Ganzen, die Kosten sind wirklich, wirklich überschaubar. Wie gesagt, man kann das auch extrem machen. Da kommt man mit ein paar hundert Euro hier eigentlich locker aus. Ziemlich cool. Und würde ich allerdings jetzt nicht empfehlen, wenn ihr jetzt gerade am Anfang steht und so weiter und ihr verdient 500 Euro in eurem Business. Ihr müsst natürlich darauf bedacht sein, dass ihr auch reinvestiert. Das heißt, die Kohle sollte eigentlich wieder ins Business zurückfließen. Das heißt, mit 500 Euro Business im Monat würde ich nicht machen, da ihr einfach keine Polster habt. Genau. Gut, das war's auch schon. Das war ein kleines Update. Sagt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, da ihr jetzt abgegradet habt. Ich weiß, vom letzten Platz hätte ich auch ein Video machen können oder sollen. Sorry, ist nicht so gekommen. Ich habe einiges zu tun gehabt und ich bin eigentlich auch sehr viel unterwegs. Deswegen ja, kommt das Update ein bisschen spät. Gut, das war's auch schon. Lasst mir gerne ein Like auf das Video da und vergesst den Channel nicht zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.